Wie heißt du? Edin. Edin, ja. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, verzeiht mir meinen Anblick. Ich schaue etwas wasted aus. Ich komme gerade direkt vom Training. Ich trage auch nicht die besten Sachen, aber... Ich hab ein bisschen Bargeld. Nice, Digga. Willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Natürlich mit gewohnt schlechter Tonqualität, aber das Problem haben wir schon langsam im Griff. Ich weiß, das behaupte ich schon relativ lange, aber ich bin daran, das Problem zu lösen. Genauso erfolgsversprechend wie der Drop meiner neuen Modemarke. Freunde! Hast du dir schon immer gewünscht, in allen Bereichen deines Lebens glücklich zu sein? Ja! Jetzt habe ich es finally geschafft, endlich die Bestellungen so abzufertigen und die Probleme so zu lösen. Dass die Produkte, das heißt Hoodie und Shirts, in Portugal angefertigt werden und in Österreich dann nochmal mit Stick verfeinert werden, weil es irgendwie nicht geht, den Stick andersfärbig auf den Hoodie zu printen, weil zuerst alles zusammengenäht und dann stoned washed produziert wird und das wird irgendwie die Farbe ausbleichen. Technikgeschichten. Deswegen nur noch 7 Wochen. Also vor Weihnachten gibt's die Scheiße. Ich freue mich schon so irrsinnig drauf. Es wird mehr geben. Ich bin auch dran, dass es, weil ihr euch das ja alle gewünscht habt, es auch Handyhüllen geben wird. Und zwar diese hier. In einer noch besseren Qualität, als ich die jetzt habe. Also ich bin absolut vorbereitet. Ich hoffe, die Vorfreude ist noch nicht getrübt. Vor Weihnachten gibt's endlich meine erste Kollektion meiner neuen Modemarke M&M. Aber ich will gar nicht länger quatschen, liebe Leute. Ihr wartet auf dieses Reaction-Video. Ich bin schon relativ gespannt. Wir schauen uns heute wieder mal ein Video von Leon an. Ich will gar nicht mehr länger quatschen. Schauen wir einfach direkt hinein. Willkommen zum neuen Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist ein Outfit wert? Und ja, Leute, kommentiert mal unter diesem Video, Hashtag Glocke aktiv. 4 Leute werden am Ende des nächsten Videos gegrüßt und ich würde sagen, bis gleich. So, Leute, dieses Video wurde von der App BAMF gespielt. Oh, eine BAMF-Kooperation, da schau her, der Pur. So, los geht's. Salam, was geht ab, Salam? Salam, was geht, Bruder? Versace, Louis Vuitton und eine Jeans von H&M wahrscheinlich. Ist gut bei dir? Was bist du los, Mann? Ich komme aus dem Jemen. Die Leute im Hintergrund sind natürlich wieder mal das Beste, wie wir hier erkennen können. Salam, was geht ab, Salam? Alles gut bei dir? Was bist du denn los, Mann? Ich komme aus dem Jemen, Arabisch, ja. Gehen wir mal zu deinem Outfit. Ja, mich erinnert dieser Versace-Pullover so ein bisschen an diese ganzen Shirts, die bei den Kindern so mega modern waren, wo du einfach so streichst und dann ist jedes Mal ein anderes Motiv. Also hier für Erwachsene dürfte er sich von seinem Papa ausgeborgt haben, weil er ihn nicht wirklich so besonders gut ausfüllt. Du hast ein frisches Outfit an, muss ich sagen. Nein, dein Pullover, Digga. Na! Solange es keine Nadja Hafendörfer-Werbung ist, bin ich voll zufrieden eigentlich. Darin enthalten sind Snacks, Getränke und es gibt auch ein Skript. Nice, Digga. Wo hast du den her? Von Warmland. Was? Von Primark? Woher? Von Warmland. Das war Warmland? Ja, das hier. Ja, ja. Ich hab, glaube ich, 370 oder 90 so bezahlt. 370, das sind so Pailletten hier. Ja, aber hätte ich eine Nummer kleiner genommen, ganz ehrlich, Bruder. Ja, man kann die Farbe ändern so. Ja, es ist ein Wischding. Machen wir so ein bisschen alles hoch. Alles komplett schwarz. Ja. Und machen wir runter nochmal. Wahnsinn, das geht bei den Kindern mega gut, aber den Erwachsenen kann man es auch verkaufen, solange der Versace draufsteht. Bombe. Das ist Versace. Okay, nice. Was war das 300? Hat Leon gerade gefurzt oder der Kameramann? What the fuck? Okay, nice. Was war das 300? 300. Hast du ein T-Shirt? Nein, habe ich. T-Shirt nicht. Das ist kurz einmal bequem gemacht, glaube ich. Tasche. Louis Vuitton. Oh, da fällt sogar gleich Geld aus der Tasche raus. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Das habe ich von Good Olympics so. So, klassischerweise natürlich die Speicherkarte voll. Ah, ja, besser überbelichtet als unterbelichtet. Besser. Gucci Pullover. Ja, von Coco Capitan, glaube ich, ja, genau. Hat meine Tante mitgebracht, die kostet ungefähr 900 bis 1000 ungefähr. 900 Euro. Ja, schon mega. Schon mega teuer. Ja. Ist auf jeden Fall heftig. Hast du nur so teure Klamotten oder? Viele Sachen. Er hat keine Bänder mehr drin. Schwarz, ne? Ja, auf jeden Fall immer zu sagen. Ja, schwarz ist halt so ein Kontrast, das kann man halt immer tragen. Deswegen. Ja, normal. Okay, deine Tasche? Die ist auch von Gucci. Ja,
kostet 980 Euro. Boah, das sind Preise, Freunde. Ja, habe ich direkt online gekauft bei Gucci. Online, Gucci. Ja. Und bist du zufrieden mit der Qualität? Ich höre mal, die Taschen sollen nicht so die beste Qualität haben. Stimmt das, oder? Stimmt schon, teilweise. Ja. Ist im Rahmen noch. Ist noch akzeptabel, ja. Nicht die beste Qualität ist akzeptabel bei einem Preis von über 900 Euro. Okay, verstanden? Okay, was haben wir noch? Uhr? Uhr. Armani heute Standard. Was war denn das zu Hause? Die kostet 150. Ich weiß auch nicht, der Schmuck, den der da so oben hat. Auch nicht so wirklich mein Fall. Zu Hause habe ich eine Rolex Day-Day. Also das Outfit selber. Day-Day. Ja. Aber jetzt sicher nicht so an. Nee? Nee, kann ich nicht. Das ist zu viel. Zu viel, ne? Ja. Das war too much. Ja, okay, dann kann man nicht machen. Dann müsst ihr ja schon. Braucht man auch nicht. Braucht man nicht unbedingt. Braucht man nicht. Das kann man sehr völlig aus. So eine Wertanlage, die man nicht immer kaufen muss. Ja, genau. Ja. Und die sinkt auch nicht so schnell halt vom Preis her, deswegen. Ja, normal. Deine Armbänder? Die ist von Cartier. Beide sind von Cartier. Boah, aber das ist dann nicht too much. Ja, da kostet eine Kette zwischen 3.000 und 5.000 Euro und das ist dann nicht so viel. Armbänder, das sind diese Love-Armbands oder so. Das kostet 4.500, das eine, und das andere kostet 6.500 und das ist beides mit Diamanten bestückt. Aber das ist dann nicht too much, ja? Insgesamt den Preis von einer Rolex Datejust, aber das ist nicht too much, verstehe ich nicht. Da ziehe ich doch lieber eine Rolex an, anstatt einer Armani. Eine Armani-Uhr mit dann Cartier-Armbändern. Das ist, als würde ich mir einen Lamborghini kaufen und dann Stahlfelgen montieren. Also, hast du hier Cartier, bist du da Schaumkunde schon, oder? Ja. Ja, wenn du zu Cartier reinkommst, machen die Tür auf und sagen, hey, Fahri, wie geht's, komm mal rein. Ne? Ja, genau. So ungefähr. Ja, ungefähr. Sehr nice. Was haben wir noch? Deine Ringe? Ringe, ja. Ungefähr alle zusammen. Schwer zu sagen. 1,5 ungefähr. 1,5? Ungefähr. War nicht so teuer wie die anderen. Nein. Ja, okay, was hast du noch? Was habe ich noch? Was ist das hier? Das ist so der Dreck, das habe ich mir damals für Oregano extra gekauft, weil ich es witzig fand, das kostet 30 Euro oder so. Goldkette? Goldkette? Ja. Mit Diamanten? Ja. Was kostet die? Behauptet der jetzt, dass die echt sind? Nein. Schon viel. Echt? Ja. So eine Goldkette mit Diamanten stelle ich mir noch teuer vor. Sag mal ungefähr, was die kostet. Keine Ahnung. Ungefähr 4K ungefähr. Bist du nein! Du bist der... Das ist nicht dein scheiß Ernst. 4K, wen willst du eigentlich verarschen? Okay, ich krieg das jetzt nicht auseinander. Aber das ist diese Kette, Freunde. Das ist genau die gleiche, wie er trägt. Man sieht sogar, dass das billig ist. Also das ist irgendein Scheiß um 30 Euro auf Instagram. Da steht hinten sogar drauf. Sieht man das? 18 Karat steht da hinten drauf. Also die größte Billigsdorfer Scheißverarsche habe ich nur gekauft, damit es im Video witzig aussieht. Das war zu meiner Parodie von Kokaina. Gordon Ramsay. Das kann einfach nicht sein Ernst sein. 4K. Oh ja, vor, sag mal ungefähr, was die kostet. Ungefähr 4K ungefähr. Du bist ja das Dümmste. Na. Ja, 4000. Also jetzt muss man sich halt echt fragen, ob der Rest überhaupt echt ist. Wenn man wirklich so dreist bei so einem Kack lügt, was einem niemand glaubt. Wenn man das angreift, spürt man einfach, dass das irgendein billiger Scheiß ist. Deine AirPods noch? AirPods 180 Euro Standard, direkt hier vom Apple Store, ja. Beste, ne? Ja, beste. Diese Kabelei und so. Ja, ich hatte schon welche, aber die sind dann halt nach einem halben Jahr. Irgendwie, die wurden immer leiser halt. Ja, ja. Klar. Ich kann den jetzt nicht mehr ernst nehmen, den Typen. Ja. Okay, was hast du noch? Was habe ich noch? iPhone XR, ne? iPhone X. iPhone X. Ja, das andere kommt nächste Woche jetzt. Kommt nächste Woche auch schon bestellt, oder? Ja, genau. Ja, hier läuft, Digga. Und für den Gesamtausschöpfpreis bin ich jetzt... Ja, vergiss ihn. Meine Familie ist selbstständig, das ist selbstständig. Ja. In welchem Bereich? Wir fragen nach. Shisha. Shisha-Bar. Was? Shisha-Bar, genau. Hast du in Hamburg einen oder was? Ja. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Mein Instagram, farid.hamburg. Wie heißt du? Edin. Ja. Schon wieder! Na! Nein! Ah, bitte! Bitte! Na! Was sind das schon wieder für... Ich kann mir das nicht mehr länger geben, diese Videos, Freunde. Das geht einfach nicht. Ich krieg einen Blutdruck wie ein Behinderter! Freunde, kennt ihr diesen Pullover? Den gibt's auf der Welt dreimal.
Einmal davon hat ihn der Sohn von David Beckham bekommen. Es war auch der erste, der in der Öffentlichkeit damit gestanden ist. Jeder, der halbwegs eine Ahnung hat, weiß, dass du da einfach... Na. Adam, schönes Outfit. Dankeschön. Ich muss sagen... Ja, sehr schönes Outfit, Adam. Also wirklich, bin stolz auf dich. Der Pullover, der sticht richtig raus. Ja? Krasser Pullover auf jeden Fall. Dazu kommen wir aber zum Ende. Lass erst mal bei den Schuhen anfangen. Was sind das für Schuhe? Presto Maxinus. Na, allein die Hose, Freunde. Seht ihr, wie der die Hose aufstrickt, wie ein... Als hätte die Mama einem 8-Jährigen eine Hose für einen 12-Jährigen gekauft und damit sich's halt die nächsten 4 Jahre ausgeht, wird raufgestrickt. Bis zur Vergewaltigung. Was hast du bezahlt für die? 100. 100 Euro? Ja. Wo hast du die her? Aus Snipes. Snipes. Ja. Aus Snipes. Das ist ein eigenes Produktionsland, direkt in den Ballungsländern. Da mache ich Urlaub nächste Woche. Meine Hose ist aus Jack and Jones. Jack and Jones. Ja. Ah, aus Jack and Jones, das ist das Nachbarland von Snipes. Trinkst du gerne so Jack and Jones? Ja, gerne. Was kosten die so? 80 bis 100. 80. Trinkst du auch Skinny oder eher so regular? Aus der Skinny. Aus Skinny, ja. Ne? Kennst du einen Gürtel? Gürtel habe ich nicht. Warum nicht? Nein. Gürtel trage ich nicht. Ja, weil der Crewneck schon so teuer war. Na. Echt nicht? Nein, ich muss dir mal diesen Gucci-Gürtel geben. Na, schau, wie in einem Video zweimal mit dem Gucci-Gürtel flexen. Aber du bist eher so Louis Vuitton, ne? Ja, okay. Gucci ist zu billig, ne? Ja, ist ehrlich zu billig. Ehrlich? Ja, normal. Versace sich nicht, ja? Versace sich nicht. Ja, okay, nice. Okay, deine Bauchtasche. Meine Bauchtasche? Ja. Das ist 25 Euro, ist weg, ja. Allein wie schon diese Supreme-Schrift aussieht, das ist, na, bin sprachlos. Wo hast du die her? Wo ich die her habe, habe ich von, Holland, nein, ich weiß nicht mehr, wie das da Holland? Heißt. Holland? Was hast du da gemacht? Boah. Ein paar Sachen, ne? Ja. Hält jetzt? Ja. Okay, ja. Aber ich muss sie nicht zensieren oder so, wegen Bullen oder so. Nein, alles gut. Aktuell ist alles in Ordnung. Und so an der Kamera, ne? Ja, klar. Ja, okay, Papa. Okay, jetzt kommen wir zum Highlight, Leute. Pullover. Pullover. Supreme X Louis Vuitton, ne? Ja, genau. Hab ich von Louis gekauft. Der hat's direkt bei Louis Vuitton. Direkt bei Louis Vuitton hat er den Pullover bekommen. Das kann nicht. Ungefähr 1000 Euro wert. Er kennt die Preise auch mega gut. Also der Pullover hat aktuell einen Wert von, ich kann es nur schätzen, aber über 15.000. Ich glaube Richtung 20.000. Aber 1000 Euro, ja klar. Wie kann man so dreist lügen und gleichzeitig aber so dumm sein? Ah, das ist sowas von lächerlich. 1000 Euro, ja. Na, ist hier vorne im Louis Store, oder? Ja, hier. Also nicht in Hamburg, sondern... So, ungefähr Köln. Köln, ja. Ungefähr Köln. Also das war ungefähr Köln, nicht in Hamburg. Vorher sagt aber noch bei dem Louis Store, nein, nicht in Hamburg, sondern ungefähr in Köln. Gleich aus Snipes heraus. Okay nice, Digga. Wie ist die Qualität so? Geil, hält warm. Ja? Auf jeden Fall. Sieht auch richtig gut aus, die Qualität. Dankeschön. Fühlt sich richtig gut an. Ja, okay, nice. Deine Kette noch. Meine Kette ist 1200 Euro wert. Ja, bestimmt, Bruder. Auf jeden Fall 1200 Euro. Das glaubt dir jeder. Das ist echtes Gold, ne? Ja. Nice. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein. Jo Leute, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefällt. Ja, danke vielmals, Leon. Danke an euch vor allem, dass ihr mir so einen Schrott schickt. Liebe Leute, ich stehe kurz vor Nervenzusammenbruch. Mein Blut war schon am Kochen nach dem Training, aber jetzt brauche ich, glaube ich, die nächsten 2 Wochen nicht mehr trainieren gehen, um einen Kreislaufkollaps zu verhindern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar. Wir beseitigen alle negativen Glaubenssätze und Blockaden. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert, was ihr am lächerlichsten gefunden habt heute. Seid gespannt auf meine neue Modemarke. Kann niemand. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir. Euer. Tschüss.